Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem ganz besonderen Banger, denn bei diesem Banger werde ich gecoacht von TFT Marx. Marx ist einer der besten deutschen Spieler überhaupt, war auch wieder bei der Europameisterschaft mit dabei, ist regelmäßig bei der ESL-Meisterschaft, ich glaube in den letzten drei Jahren oder letzten drei Seasons immer in der Top 8 gewesen und ist auch wieder für den Golden Spatula Cup qualifiziert, weil er halt eben einer der Top 7 Spieler von der deutschen Meisterschaft war. Das Coaching hat mir super viel gebracht, euch hoffentlich auch, deswegen genießt es und ihr findet natürlich den Link zu ihm in der Beschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Follow auf Twitch da lasst. Und jetzt ganz viel Spaß. Willst du dich einmal vorstellen für die Leute, die gar keine Ahnung haben, wer du bist? Ja, also mein Name ist Max, besser bekannt auch als TFT Max online. Ich spiele Competitive TFT seit einem halben Jahr plus minus und spiele da in der deutschen Szene die ESL-Meisterschaft. Da war ich alle drei ESL-Meisterschaften im Finale. Dann habe ich in der europäischen Szene auch ist beim EU-Finale letztens mitgespielt. Vielleicht, wo die meisten kennen ja wahrscheinlich Solo-Gesang, der da auch, ich glaube, der wurde ja 8. Ich wurde 19. zum Beispiel. Ja, bin da halt regelmäßig unterwegs und streame auch selber hier und da mal. Ja, das wäre es eigentlich schon zu mir. Ja, ist ja ein Träumchen. Ich freue mich sehr, dass wir das heute machen. Ich freue mich auch. Was machst du denn, wenn du nicht gerade TFT spielst? Was geht denn eigentlich in deinem Leben ab? Wenn ich nicht TFT spiele, bin ich Student. Schlafen, ja, Student, Lehramtsstudent. In Latein und Geschichte tatsächlich. Ah, also du gehst schon auf TFT. Ja, ich bin schon halbwegs weit, also ich bin jetzt mit dem Bachelor fast fertig tatsächlich. Ja. Hast du also dein Ref schon gemacht? Oder wann kommt das? Das Referendariat kommt nach dem Master. Also oh, was? Ich hab Praktika schon gemacht. Ah, okay, ja, stimmt. Also ich bin regelmäßig in der Schule auch. Okay. Aber nicht in Berlin, ne? Nee, in NRW. Ah, ja, da habe ich auch mal Abi gemacht. Nee. Ah. Ich komme aus NRW, ich wohne zwischen Köln und Bonn. Ah, okay. Also eigentlich ganz heimatlich. Ganz, genau. Ganz süß. Tatsächlich, ich kann aber ein bisschen erzählen, wie es quasi dazu kam. Ich habe dein Coaching mit Nomi gestalkt. Es war quasi, du hattest keine Ahnung davon, aber das war quasi das Bewerbungsgespräch, no one knows. Ach so, okay. Ja, nur, dass der Interview nicht im Raum war, das war ganz gut. Weil Nomi das ein bisschen empfohlen hatte. Wir haben natürlich heute auch noch einen nervigen Twitch-Chat. Das heißt, es kommt direkt mal, wie viel Prozent in TFT ist eigentlich Glück? Was ist denn deine Meinung dazu? Also, kommt drauf an, wie man es sehen will. Auf ein Spiel gesehen, kann man, denke ich mal, schon sagen, dass da ein bisschen was an Glück dabei ist. Also, weiß ich nicht, 30, 40, 30 Prozent vielleicht auf ein Spiel gesehen, vielleicht auch für 20 Prozent, schwer zu sagen. Ja. Aber auf lange Sicht gesehen, also sagt man mal ein Set beispielsweise, also, keine Ahnung, sagen wir mal, 200 Spiele, 300 Spiele, würde ich sagen, eigentlich fast gar kein Glück. Also viel können natürlich, aber auch der mentale Aspekt ist sehr groß, vor allem Competitive TFT, weil es halt rundenbasiert schon Glückfaktor hat und dadurch kann man halt auch leicht tilten, wenn man halt mal kein Glück hat oder beziehungsweise Pech hat auf eine Runde gesehen. Deswegen, ich denke mal, dieser mentale Aspekt ist auch sehr groß, aber auch, wie gesagt, auf lange Sicht, ich glaube, fast gar kein Glück, würde ich sagen. Also, wie gut bist du denn so in diesem Mentalen, ne? Ja, also da würde ich tatsächlich sagen, bin ich relativ gut drin. Also ich meditiere seit längerer Zeit auch tatsächlich. Also ich versuche da schon dran zu arbeiten, weil ich halt fest dran glaube, dass es sehr wichtig ist, nicht zu tilten, beziehungsweise das unter Kontrolle zu haben. Weil das macht auf jeden Fall ziemlich viel aus auf dem höchsten Level, würde ich sagen. Ja, ich glaube, es ist ja generell so ein bisschen, also gerade wenn man, du hast sogar bei der, hattest du nicht sogar bei der Europameisterschaft Probleme mit deiner Maus? Nee. Gott, Blacking. Ich weiß das nicht. Ich glaube, das war Salvi sogar. Salvi, ja, stimmt, ja. Ja. Ich glaube, sowas ist ja, also ich glaube, dann tötet man ja komplett jenseits von Gut und Böse. Wie kommt man auf Marx? Ist das eine politische Gesinnung hier? Nee. Ich heiße einfach Max. Meine Freunde haben mich irgendwie mal Marx genannt. Ich weiß nicht, wie das kam. Also das ist einfach so ein Ding. Ja, Max, genau. Ich würde dir einfach meinen ganzen Screen sharen, okay? Vielleicht das Einfachste. Ich glaube, dann siehst du nicht die Maus. Wir können ja mal testen, welcher Modus ist. Siehst du hier meine Maus? Ja. Dann hast du keinen Ton. Also du darfst wählen, ob du... Ja, das ist kein Ton, brauche ich. Also ich von mir aus, ich brauche keinen Ton. Ja, das ist doch, dann ist es doch entspannt. Ich würde vielleicht erstmal ein paar
Sachen fragen Ja, gerne. Ich wollte auch gar nicht sofort reinsteigen. Ich kann dir ein bisschen was erzählen. Wir können hier einen Monolog oder Fragerunde draus machen, wie du lieber hast. Ja, so ein bisschen Fragerunde, denke ich mal. Kannst ja ein bisschen was erzählen, ich frage noch ein paar Sachen. Ja, dann machen wir es so. Also im Endeffekt ist es so, dass ich TFT spiele seit 6.0 jetzt. Ein bisschen mehr. Also ich habe jetzt Z1 gespielt, so, ne? Aber what fucking ever. Und eigentlich in Z7 mich auch sehr wohl gefühlt habe. Also es war eigentlich sehr cool, da habe ich ja auch competitive quasi die ersten Steps gemacht. War ja auch Close Qualifier, ESA-Meisterschaft, habe mein ESA-Qualifier Open ja auch gewonnen, war eigentlich recht happy mit mir. Und in diesen Sets struggle ich mega. Also ich bin gestern erst Master geworden und ich dachte, ich werde Master im Dezember oder so. Also Verstehe. letztes Mal in Set 7.0 bin ich in 10 Tagen Master geworden und jetzt habe ich quasi dieselbe Grind-Challenge gemacht und war nach 10 Tagen halt Tier 3. Und war auch insane lange stuck. Also wirklich kinda crazy. Das hat aus meiner Sicht, also man versucht jetzt sich das dann so ein bisschen zu begründen. So, auf jeden Fall hatte ich quasi mental in der Zeit auch mehr andere Dinge, um die ich mich kümmern musste, quasi. Also ich glaube, ich war nicht genauso fokussiert in diesen 10 Tagen, aber jetzt habe ich seitdem einfach 2 Millionen Games gemacht, gefühlt. Also so, ich weiß gar nicht, wie viel genau, aber schon viele, Mann. Und musste trotzdem einsehen, dass es quasi nicht reicht, um mitzuspielen. Habe auch bis jetzt nur ein ESL-Qualifier gespielt und auch den, da bin ich zweimal Siebter geworden. Da schon, ja gut, abmelden ist die Taste der Wahl. Und ich glaube, es liegt auf der einen Seite daran, dass, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, war ich, glaube ich, immer bad, wenn Forecast-Comms quasi relevant waren. Also ich habe zum Beispiel in Set 6, was war das denn? Das war Silas Rise, glaube ich. Oder war das schon 7? Nee, 7 war Drache, Alter. Doch, Rise, doch. sieben, 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 ja. ne? Mages, ne? Ja. Mit Mages war ich sehr, sehr happy und dann halt irgendwie in Siphon rein oder so, dann ging das auch. Oder selbst sowas. Also mit den Drachen konnte man halt generell einiges davon irgendwie leichter lösen, weil du halt. Ich hatte immer große, zum Beispiel die Xayah-Comp, ne? Die war ja rauf und runter gespielt, diese Guild Xayah-Comp. Redwing, Mit der habe ich mein Qualifier verhauen. Ich habe quasi Recomp gedrückt. Recomp kam zweimal Xayah, Ornn, Heka raus. Insanes Lineup. Kann die Comp aber nicht spielen. Und fahr quasi den ganzen Qualifier gegen die Wand. War nicht so Ja, enjoyable. unglücklich. Ja, und in diesem Set hatte ich auch das Gefühl, dass es quasi sehr schwierig ist. Also wenn ich jetzt, also ich habe es tatsächlich länger nicht mehr gemacht, aber wenn ich jetzt auf Tacticals Tool gehe und da mein Midlane Opa eingebe, ich glaube, dann habe ich wahrscheinlich die meiste Meta mit Recon gemacht, weil es halt einfach irgendein Three-Cost-Comp ist. Oh, actually, die Seite einfach nicht funktioniert. Das ist natürlich auch so respectable, I guess. Klar, nee, also ist ein gutes Fenster hier. Ja, die leckt irgendwie zur Zeit immer, aber bei mir auch. Ja, komplett lächerlich. Also, was sind das? Aber die Werbung läuft, ne? Also. Immerhin, immerhin. Na gut. Doesn't work, I guess. Ja, und jetzt. Das Problem ist so ein bisschen, ich glaube, ich könnte viele Lernprozesse bei mir abkürzen, wenn ich einfach konsequent nur wenige Comps spiele. Da kickt aber natürlich auch der YouTuber rein, ne? Also, wenn ich jetzt. Ich will quasi nicht immer dieselbe Comps spielen, weil das halt für YouTube auch einfach Shit-Content ist. Ja. Und deswegen gibt es halt so ein bisschen dieser Spagat zwischen. Hey, ich habe Phasen, da spiele ich einfach immer wieder dasselbe, weil ich merke, es funktioniert. Recon, by the way, achte. Oder halt andere Sachen. Und was bei mir jetzt am besten funktioniert hat, ist auf jeden Fall Laser Cops, for sure. So, das einfach, weil ich glaube, das stärkste Sport auf High Dia, Low Master kriege ich schon noch hin. So. Ich krieg's halt nicht. Ich krieg die Transition da nicht hin, ich werde deswegen halt auch eine gute Platzierung. Und Laser Cops ist da sehr einfach. So, ne, du spielst witzig, kannst alles behalten, spielst halt einfach durch, I Ja, love klar. it. Und in Set oder Siege zu hitten auf Level 7 ist schon machbar, dann kann ich halt doch noch 8 pushen. Aber ansonsten fällt es mir auf jeden Fall schwerer. In Rammus, Kaiser, so die Threat Cops, da fühle ich mich sehr wohl. Also, 3-Cost ist halt deutlich chilliger. Aber ich sag mal, diese ganze Samira-Set-MF, der Patch, der war auf jeden Fall nicht mein Lieblingspatch. So, ne? Alles 4-Cost. Klar, also ich weiß so ein bisschen die Theorie so, ne? Du bist 7 und dann kannst du rollen und dann findest du eine Forecast, dann kannst du stabilisieren, kannst immer noch entscheiden, ob du 8 gehst, aber gefühlt habe ich das Gefühl, ich treffe jedes Game die Entscheidung more or less randomly, ob ich jetzt auf 7 rolle oder 8 gehe. Also ich habe nicht so und ich lerne auch wenig daraus, weil ich dann das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt auf 7 gerollt, weil ich weiß, drei andere gehen auch für die Comp und deswegen rolle ich lieber früher, um die Unit zu hitten. Dann hitte ich sie nicht und denke mir, aber eigentlich war es maybe richtig neue Idee. Deswegen, das sagt so ein bisschen. Okay. Ansonsten öffne ich eigentlich, seit ich jetzt TFT spiele, eigentlich immer Dev.
weil ich ja für YouTube alles spielen will. Mit Magefury habe ich halt mit Trainer gestartet, aber ansonsten starte ich eigentlich immer Chainvest oder Giant's Bait. Ich habe da jetzt aber auch keine große emotionale Bindung zu, ne? Also wenn du ja andere Pläne hast, dann feel free. Nö, ich würde mich da so ein bisschen auch an dich anpassen. Man kann viele Sachen machen, also wenn man das halt dann auch gut spielt, dann kann viele Sachen funktionieren. Ja. Also von mir aus können wir auch einfach deine Comps weiterspielen, beziehungsweise dann da halt für einen guten Plan machen. Also, ja, for sure, gerne. Also wenn du eh viel Kaiser Lasercore spielst, vielleicht dann auch Belveth oder so ist gut. Ja, also so ein AD-mäßiger Plan, beziehungsweise Tank-Items kann man eigentlich immer starten gerade. Ja. Das klingt ganz gut. Also das wäre dann so ein bisschen deine Comp-Präferenz. Das klingt eigentlich ganz gut. Worauf ich mich dann noch fokussieren würde, also du sagst gerade schon, deine Schwachstellen sind so ein bisschen dieses Transition. Also so stronges Board spielen und dann, wenn du das Board dann durchspielen kannst, kommst du gut mit klar. Also wie wenn zum Beispiel Kaiser oder Laser kommt, da musst du ja nicht viel am Board verändern, richtig? Also, nee, das ist crazy. Halt auch. So, genau, aber wenn du dann irgendwie mal so ein flexibles, stronges Board spielst im Early Game und dann daraus in irgendeine Meta-Comp pivotest. Ja, vor allem wenn du dann 3-2 Ride gibt dir 3 Hero Augments, bei denen du dich bei 1-3 halt umbringen willst. So, ja. Und dann wird es schon sehr, 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 sehr schwierig. Also wirklich aus einem, keine Ahnung, 9er Winstreak, 4-1, was weiß ich, 85 HP, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Bottom 3 gehe, schon sehr hoch. Also Late-Game-Boards sind auf jeden Fall nicht mein Vibe, sag ich mal. Auch weil ich glaube, ich struggle aber auch mega, also wenn ich viel HP habe und mir dann denke, okay, ich sacrifice jetzt HP, um 8 zu gehen, dann sacrifice ich aber nicht so ein bisschen HP, sondern dann sacrifice ich halt mein fucking Ass, so, ne? Also dann wird halt komplett sacrificed. Und ich glaube, dass das bei mir, also bei mir ist auch so ein bisschen, das habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich dann ein bisschen auch wieder Qualifier und so spiele, dieses nicht auf 50 Gold zu sein, sondern mal auf 30 oder so, das existiert halt in meiner Welt dann irgendwie gar nicht. Und dann gibt es nur diese zwei Extreme und dann bin ich halt nicht stabilisiert. So generell ist es fein, so auf 8 zu gehen, wenn man ganz viel AP hat, seine Winstreak abhacken, aber dann meistens sollte man 4, 5 leveln und dann auch einfach auch wirklich, also vielleicht auch 10 rollen oder auf 0, also sein Board dann stabilisieren, weil halt dann die meisten halt 4-1 gerollt haben oder halt auch spätestens 4-5 und dann halt du sehr viel Schaden nimmst und du kannst deinen ganzen Lead dann verspielen öfter mal. Das ist meistens auch ein Problem. Ja, ich glaube aber, das größere Problem ist quasi, ich gehe dann 4-5-8, ich rolle, Ride gibt mir eigentlich genug Vorkostunits, um daraus eine Comp zu bauen, aber ich habe quasi nur eine Idee, wie ich diese Comp jetzt halbwegs vernünftig in was anderes transition kann. Also sagen wir mal, ich bin in einer, was weiß ich, so einer Defender 2 Backline, irgendwie noch gar nichts klein Schienen kommt. Und dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt Vigo hitte, dann weiß ich, wie ich es löse. Dann hitte ich aber nicht Vigo, das Spiel gibt mir aber 3 Sets oder so. Dann bin ich halt trotzdem lost in space, weißt du? Also ich glaube, ich bin da nicht flexibel genug. Dann können wir da so ein bisschen gucken, dass du vielleicht ein paar andere Comps auch also pivoten kannst, diese Pivots üben. Also ich denke mal so, Ace Hall Belveth kann man immer gut auf dem Schirm haben zur Zeit. So. Ja, ist witzig, hab ich gar nicht gesehen. Ich habe irgendwie. Weil man halt eigentlich immer irgendwie AD-Items entweder hat oder AP und dann eigentlich immer random Frontline spielen kann mit Brawlern oder Threats und dann Belveth oder Ace Hall Duo Carry oder einer von beiden kann man eigentlich immer gut reinslotten eigentlich. Ja, ist keine Impressive. Das können wir gucken. Also dann würde ich halt generell noch irgendwie so fundamentale Sachen vielleicht nochmal angucken, so Early Game Streaking, so wenn man, ob man Loose Streak, Win Streak, Strongest Board spielen, auf einer Loose Streak Units killen und so, da vielleicht auch so ein paar Positioning-Sachen, wie man das macht. Das sind halt so Sachen, die vielleicht auch nicht nur für dieses Set dann relevant sind, weil du meinst es ja auch, du hast in Set 7 war es erfolgreich und jetzt halt nicht mehr so, das ist halt so ein bisschen so ein Ding. Erfolgreich ist trotzdem, ne? Ja, also gut. Wir reden hier über 300 EP erfolgreich, ne? Also da geht ist ja nicht schlecht, ist ja top. Ja, also auf jeden Fall hat es sich. Es hat sich auch einfach besser angefühlt als jetzt, weißt du? Also jetzt also ich denke mal, wenn man dann dieses Fundamental auch noch ein bisschen besser kann, dann ist es auch nicht so ein Ding, das Set liegt mir jetzt, das andere nicht, weil wenn man das Fundamentale gut drauf hat, dann liegt einem eigentlich jedes Set, also dann kann man eigentlich jedes Set so easy, also was heißt easy, aber dann kann man jedes Set eigentlich einen ähnlichen Rang zumindest, beziehungsweise immer konstanter halten, weil es nicht daran liegt, dass du die Comp irgendwie, weil du diesen Game planen kannst, sondern weil du halt fundamental gut aufgestellt bist. Ja, for sure. Ich meine, das ist ja so ein bisschen die Idee. Ja, und dann noch so ein bisschen so ein Item-Gameplan vielleicht angucken, warum man, wenn man Komponenten, wenn du irgendwie Bow startest, warum man dann halt eher AD spielt und wie man dann Items slammt im Early Game und dann wie man auch die Shops-Priorisierung, weiß ich nicht, ob du dich da ein bisschen auskennst, dass du, wenn du irgendwie einen Bow startest, dass du halt dann eher AD-Units priorisierst und nicht irgendwie AP-Units hältst, weil... Ja, da bin ich ja...
Also. Das ist halt relativ. So fundamentale Sachen sind halt relativ in Anführungszeichen langweilig, aber die sind halt schon ziemlich wichtig, wenn man das Spiel. Ja, for sure. Also. Verstehen will. Ich glaube, es funktioniert ein bisschen dadurch, dass ich ja dieses Set einfach sehr AD-heavy spiele. Mhm. Also, keine Ahnung, eine Lux im Shop juckt mich halt null. So, ne? Also, so. Genau. Funktioniert schon. Ja, ich meine, so intuitiv macht man das auf jeden Fall, aber dass man da noch ein bisschen vielleicht noch ein Bewusstsein. Ja, voll gerne. Du hast dir einiges vorgenommen, dann würde ich sagen, lass doch mal reinspringen. Ja, ne? Machen wir einfach mal. Ja, wir haben ja 50 LP, die wir heute verlieren können. Ne? Ja. Hoffentlich nicht, aber wir gucken mal. Ja, also ich habe immer so ein Ding beim Live-Coaching. Ja, also Live-Coaching ist ja generell Fluch und Segen und alles. Ja, auf jeden Fall. Average Place, bevor du kamst, war 1. Ich wollte es nur gesagt haben, ne? Also. Okay, das sind hohe Anforderungen. Also ich denke mal, wir starten dann, also kannst Bell Chain starten, kannst auch Bow starten. Also ich starte eigentlich am liebsten Bow, aber ja. Weil man kann halt gut Kaiser, passt da gut zu, irgendwie Duelist oder AD halt into Belveth oder hier Jax ist zum Beispiel auch eigentlich ganz gut. Jax ist wieder spielbar, really? Ja, ich habe jetzt irgendwie 4 Jax-Games, ich glaube einmal Dritter und dreimal Erster. What? Aber es waren auch relativ High-Roll-Spots, also ich spiele es halt dann, wenn es gut passt, aber. Ja, also ich habe. Also du spielst einfach mit Brawler Crest dann oder was? Ist so ja, zum Beispiel. Oder ich hatte einmal Scope Weapons Opener, glaube ich, einmal Brawler Heart. Wenn man dann halt Bow startet, dann kann man es halt gut in die Richtung forcen. Ja, fühle ich. Ja, Laser Core ist das Ding halt, da sind halt so Tank-Items, also so Sunfire Ionic oder Edge of Night ist halt besser als AD-Items, deswegen, da wäre halt Build Chain wahrscheinlich besser, weil du halt diesen Damage über Laser Core kriegst und dann nur die Utility brauchst eigentlich. Aber könntest du Action nicht Static auch spielen in Laser Core? Ja, genau, ja, Ionic oder Static, ja, da wären wir auch rein, ja. Ja, schon, aber Tank-Items sind etwas besser. Aber ja, ich bin du auch. Du kannst ja mal für Bow gehen und sonst halt Build Chain pivoten. Okay. Ja, Bow ist auch immer sehr contested, ne? Ja, das ist auch ein Ding, das ja. Ich meine, kannst ja gucken, wo die Leute hinlaufen. Vielleicht, wenn die Chain frei ist, dann kannst du die einfach nehmen. Na gut, schauen wir mal, ne? Aber es sieht doch schon mal. Oh, nur einer contestet der, 2. Ah, oh, Legende. Boah, ich war schon nervös, ne? So, jetzt können wir uns direkt schon mal überlegen, dass welche Units wir halten so. Also, wird eher AD wahrscheinlich, weil, wenn man Bow genommen hat, dann natural man eher Bows. Also, ja. AP wird sehr, sehr schwer zu spielen. Also, fast unmöglich eigentlich. Ja, aber keiner will ja auch keine AP spielen, ne? Also. Ich würde jetzt so in meiner Welt, ne, wäre jetzt so alles, was Gankling, Kayle ist und so, ist Risiko. Ja, sehr gut, ja. Genau. Dann gucken wir. Mhm. Guck mal hier, die ist doch alles schon gegeben. Ach. Ja, eine Challenge. Wie stehst du so, fühlst du dich von Riot hart verarscht, wenn du irgendwie, sagen wir mal, hier in 1-4 6 Gold kriegst statt Units? Fühlst du das auch so viel beschissener oder ist das so ein. Ja, ist schon schlechter, aber ich meine, das ist ja für jeden gleich, also. Ich verstehe es auch nicht. Also ich denke auch, man könnte einfach für jeden Units machen, aber. Oder halt für jeden Gold, aber. Ja. Weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich schon dieses. Kann die ja nicht machen zu wollen. Nee. It's a feature. Aber. Ich bin dann so, ich passe mich dann immer an, ich akzeptiere dann, wie es ist und versuche dann das Beste daraus zu machen. Ja, du hast garantiert Bücher dazu gelesen, ne? Das ist unfair. Das zählt nicht. Ich kann 10 machen, ne? Ja, ich habe mal die Gelegenheit ergriffen. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, da gibt es jetzt auch sehr unterschiedliche Meinungen zu, ob man das mag oder nicht, ne? Ja, ich würde, also, wenn du halt wichtige Units halten willst, so Pairs, so starke Early Pairs, dann kann man. Nee, ich meine, ob man mag, machen. Dass man nur 2 Items kriegt, ne? Das meinst du, okay. Ja, das ist ja jetzt schon, also. Das ist ja auch, also Titans, I don't know. So streakt dann meistens. Kannst nichts lernen, so richtig. Viel Gold. Sieht halt nach dem. Kaiser oder Jax Gamer für mich jetzt schon so ein bisschen. Also hast halt kein Slammable Item quasi, kannst du dir überlegen, immer dann am Anfang. Hast viel Gold, also 3-2 Rolldown-Combs bieten sich dann immer an. Ja. Oder halt, wir könnten es ja Jax forcen oder Laser Core. Also das sind halt 2 Broken Ordments für die beiden. Also Spirit of Jax halt. Aber ich, also in meiner Welt würde ich jetzt eher Jax sagen, weil ich glaube, dass wir trotzdem nicht winstricken hiermit, weil wir nur 2 Items haben und dann müsste ich Titan slammen. Aber ich glaube, dieses Augment ist einfach so gut. Zeig nochmal dein Setup. Also, ein Bow. Laser, wir hätten auch Laser Core. Ja, ist beides fein. Wir können auch Jax mal ausprobieren. Ja, lass mal Jax, weil das actually feeling-wise, wenn das gut ist. Würdest du hier leveln oder würdest du jetzt sagen 2-2-20? Wir könnten ja einfach losstreaken, würde ich sagen. Wir brauchen halt unbedingt den Bow.
Machen dann gleich Econ und 3-2 Rolldown. Wahrscheinlich. Ja. Andere Gameplan wäre Labor Core gewesen, einfach mit World of the Exile auch dann 3-2 wahrscheinlich rollen, aber auch Blue Streak, aber. Ja. Ich glaube, Labor Core und Streak halt eher besser deswegen. Ja, fühle ich. Ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich so ein bisschen Probleme habe, aktuell meinen. Also wenn ich Winstreak wäre, in 3-1 die Entscheidung zu treffen, ob ich dann jetzt meine Comp wechsle oder so aufbaue, dass ich eher das Hero Augment kriege, was ich will. Und dafür aber vielleicht einen Loose kassiere. Was das überhaupt. Ich habe jetzt gewonnen, ja gut. Ist auch nicht so schlimm. So generell, wenn du Loose streaks, willst du halt immer auf einen, also alle deine drei Units auf einer Seite. Ich denke mal, weiß nicht, ob das schon war. Habe ich klasse gemacht, oder? Guck mal hier. Und dann willst du halt auch noch, das ist schon mal gut, und du willst halt dann auch noch scouten, wo die Gegner schwache Frontline haben. Also wo der Gegner so, keine Ahnung, so eine weake Unit hat, die du schnell killen kannst, weil das hilft halt dann im Early Game HP zu saven auf einer Loose Streak. Ja. Und natürlich auch einfach scouten, ob du verlieren kannst. Aber irgendwie, jetzt hast du eine Runde gewonnen. Jetzt ist gerade so ein bisschen whatever. Aber guck dann hier, der ist doch schmackhaft, oder? Oh. Eigentlich, ja. Wäre schon wichtig, den Bau zu kriegen eigentlich, aber die Leute sind anscheinend sehr schwach gerade. Ich habe öfter bei Hero Augment so, dass Leute loose streaken und dann zu rerollen. Hättest du ja Ramos verkauft, Ashe gespielt, um den Renekton mitnehmen zu können? Oh, actually nicht so. Wir können auch so. Brauchen die Ashe nicht unbedingt. Aber Ajax spielen. Muss man nicht unbedingt Ashe priorisieren. Ist ein good point. Gucken wir mal, ob wir gewinnen. Ja, genau. Und so High Single Target Damage Units sind halt gut zum Loose Streaken, wenn du Units killen willst, so GP oder so. Ja. Und so AOE ist relativ schlecht, weil du verteilst den Damage halt und dann killst du mal meistens nichts. Also Lux ist sehr schlecht meistens. Zum Loose Units killen auf einer Loose Streak. Ja, Lux ist sehr schlecht, da hört mein Satz meistens auch auf. Ja, gut, das ist auch ein valider Punkt. Wenn wir können einfach den mal behalten, ja, den Blitz über die Ashe und dann 30 fallen. So? Ja, sieht gut aus. Also Laser Corp hätte aber auch sehr, sehr hart Bock gehabt in der Runde, ne? Ja, wäre auch ein gutes Game geworden, glaube ich. Aber kann man ja nicht ahnen. Also mit Jax, das Gute an Jax ist auch, also ich sehe sehr wenig Jax noch. Also ich sehe, also ich habe keinen Jax mehr gesehen seit ungefähr 10 Jahren. Also ich sehe jetzt halt, ich war, glaube ich, in zwei der Jax Games contested von guten, auch guten Spielern. Also ich glaube, ein paar Leute wissen schon, auf High Elo ist, glaube ich, mehr sogar als auf Lower Elo. Es kann aber auch sein, dass im niedrigsten Elo-Bereich sind die uns vielleicht alle schon wieder mega voraus, weil die nie aufgehört haben, Jax zu spielen. Ja, das kann gut sein. Das wenn man lang genug wartet und immer dasselbe spielt, dann spielt man irgendwann aus Versehen wieder Meta. Aber die Boards sind jetzt schon eine Frechheit, die hier aufgestellt werden, ne? Also, die sind schon sehr frech schwach, ja. Also, dass wir jetzt. Ich möchte auch festhalten, dass das nicht repräsentativ ist. Also. Ja, das ist okay, ja. Mhm. Dritter Pick. Ja, mit ansonsten Jax kann man immer nehmen, aber ein Bow wäre schon sehr wichtig. Also, RFC das wichtigste Item. Ja. Dann, also wahrscheinlich ist Rageblade Gunblade der beste Itembild dann, aber. Ich meine, man kann auch Dual Gauntlet oder Giant Slayer spielen. Gunblade ist sehr, sehr gut auf Jax, würde ich sagen. Also Gunblade ist an sich einer der besten Items gerade und auf Jax auch sehr gut. Aber besser als BT auf Single Carries quasi? Ja, also geht halt darum, dass du RFC hast und BT macht dann halt. Also der nimmt halt sehr wenig Schaden meistens, so, der ist halt nie im Fokus und dann BT schon relativ low value. Mit Gunblade hielst du halt dein Team, also hast also. Effektiv gesehen fast immer mehr Frontline dadurch. Mhm. Ja, das ist so der Gedanke. Ja. Können einfach den Blitz. Ich glaube, können den Blitz halten, ja. Wie stehst du hier zu den Renekton Items Game? Nicht so ein Fan. Wir könnten dem Renekton, wir können der Ash einfach auch das Item geben und die spielen sonst. Fallen. Okay. Also Renekton 2 remaken, wir wollen halt. Das Wichtigste ist halt gleich 3-2 unser Board zu rollen und dann da von da aus zu Winstreak. Und wenn wir den jetzt den itemizen, dann müssen wir den halt eh gleich verkaufen. Ja, und dann sind wir dann an dem Punkt, wo es wichtiger ist zu streaken, sind wir dann schwächer. Das ist dann nicht so gut, würde ich sagen. Also, ja. Also du würdest in 3-2 auch rollen, bis du einen Jax findest. Also. Ja, auf jeden Fall. Ich würde 6 Brawler plus Jax mindestens. Also Upgrades wahrscheinlich auch. Kannst auch auf 10 Gold rollen oder so. Das ist halt jetzt ein bisschen suboptimal, dass wir nicht so viel Gold haben wegen dieser Streak, aber da kann man wenig gegen machen. Also konnten wir jetzt wenig gegen machen. Wir haben uns ja schon relativ schwach. Also wir können unsere Mitspieler hier reporten, wenn du möchtest. Das ist das, durchaus. Das können wir machen, ja. Die sind ein bisschen am Rollen. Das passiert ab und zu. Hier so ein Play. Ich weiß nicht, wie gut Bell Effect Bell ist. Nee, Bell Cost. Fuck. Bell Cost meine ich.
Ich spiele genau. Kein League, ne? Man kennt mich nicht. Also vor allem killt der auch einfach nichts meistens. Ja. Ja, es ist nur der, wo wir was gehen können. Aber da gewinnen wir auch. Und generell, auch wenn du unsicher mit Item-Builds bist, also wie du, oder Comps, einfach Tactics-Tools unter Comps gucken, das eigentlich immer, mache ich auch so oft einfach, oder halt, also, oder halt in Tierlist, aber Tactics-Tools halt auch immer. Ja, da habe ich mich noch nicht so richtig eingefunden. Ich bin tatsächlich ein Leduc-Jünger, würde ich sagen. Ja. Aber auch ein Solo-Verfechter. Also ich bin schon harter Tierlist. Ja, die kann man, denke ich mal, auch gut nutzen, aber dann auch zusätzlich würde ich halt empfehlen, auf Tactics Tools oben unter Comps, dann sieht man eigentlich so die Highest Average Comps so und dann kann man sich auch angucken, was für Ornaments gut sind und sowas hilft halt schon. Ja. Wenn man da Ideen braucht oder welche Item-Builds man benutzen soll, weil da sind die Sets eigentlich schon relativ reliable. Ja, benutze ich selber auch relativ oft, tatsächlich. Ja, sieht gut aus, einfach. Und können 3-1 durch 5 gehen und dann 3-2 halt 6. 3-1-5-2-6, ja. Im Idealfall kriegen wir einen Brawler oder Second Wind oder Scope Weapons, sowas. Ja. Würdest du einen 3-1-3 Laserkopf spielen oder wäre dir das zu heiß, weil du dann auch. Ja, nee, lieber nicht. Nur Brawler würde ich spielen. Ja, okay. Damit wir die richtig. Ah, ein Bogen ist nice. Ja. Ah, ist schon krass. Ja, das würden wir halt wahrscheinlich für Rageblade gehen, wenn wir können, und dann noch Funfire oder so. Funfire ist immer ganz gut. Ja, da kann man auch halbwegs greenen, würde ich sagen. Also so ein Gargoyle würde ich ja niemals machen, zum Beispiel. Eine Declaw ist ganz, ganz gut, ja. Ah, dann wäre schon Jax perfekt. Hahaha, ich bin dumm. Ja, direkt eaten. Ja, der kann Gold kostet. Ja, aber der war ja trotzdem. Ich denke mal. 3-2? Ja, bei 2 und dann Random Unit, weiß nicht, was best am besten. Ein Brawler wahrscheinlich, also ein Renekton wahrscheinlich am besten, der erste macht eigentlich nichts. Ja. Also der kriegt halt die Brawler HP noch, das denke ich mal, ein bisschen besser, dann ja, sieht fein aus. Dann denke ich mal, Declaw den Renekton oder so, oder Remover, ja, maybe können wir auch Y machen. Ah, das ist fein, Renekton kommt eigentlich immer raus, außer wir spielen 8 Brawler. Ja, aber ja, das ist da. Tja, es kommt gerade ein bisschen was wieder hoch aus der Jaxoraka-Zeit. Auf wen würdest du die Tank-Items machen? Also ich habe tatsächlich früher mal Siege, aber ich sehe immer mehr Riven, weil man die Riven ja auch freestylen kann. Ne? Ja, genau, ich würde auch Riven sagen. Vor allem, wenn du uncontested bist, ist immer. Also Riven 3 ist schon sehr, sehr gut. Ja, vor allem habe ich das Gefühl, egal wie tanky eine Siege ist. Ja, die ultet halt einmal, manchmal, also zweimal schon relativ schwierig später. Second Wind? Effekt, ja. Jetzt würde ich leveln und 6 Brawler auf jeden Fall suchen. Aha. Was hast du zu mir so? Nee, den machen wir nicht, nee. Nur Brawler und Jax. Also LeBlanc könnte man schon halten und Admin checken. Jax Pair. Jetzt können wir noch ein bisschen, ich bis 20 können wir schon rollen mit Jax Pair, glaube ich. Really? Wir haben kein anderes Pair. Jetzt sind wir 2 Pairs, jetzt bin ich da 20. Ich finde. Mit der kommt so Tempo-Spielen, früh rollen, ein Roll können wir noch. Ja, perfekt. Ja, und so Positioning-mäßig den Blitz nach außen, die würden nicht, die ist 1 noch. Ah. Ja, so ungefähr. Ja. War Y for Jax immer für Pen. Ja. Die Claw nach außen ist eigentlich auch, ja, ist fein. Nicht so big as deep. Sieht gut aus, dann machen wir 20. Wir hätten noch Admin checken sollen, bevor wir. Die Runde beginnt, aber. Ja, damit wir ist die. Okay. Was hättest du bei Max Health dann jetzt Admin gespielt statt 6? Nee, hätte ich nicht, aber dann wissen wir schon Bescheid. Okay. Also, es ist wirklich nicht schlimm, aber. Ja. So eine Kleinigkeit. Wie stehst du zur Ezreal aktuell? Ja, Ezreal ist nicht schlecht. Kann man. Also, Reroll mit Y oder Ezreal Augment ist ganz gut. Ja. Ist halt eher so ein AP-Ding, also wenn du halt jetzt für diesen AD-Plan gehst, den spiele ich halt auch. Also ich spiele ja selber Ezreal auch nie, weil ich halt einfach AD-Opener immer spiele oder ja. Bow starte, aber es funktioniert auf jeden Fall in der Theorie, wenn man da mal ein Video braucht. Ja, ich habe schon eins dazu, also kein Problem. Keine Sorge. Ist schon abgehakt. Aber Underground, also ich war sehr mehr Mercenary-süchtig, also. Ja. Kann ich verstehen. Ist es ja. Also als YouTuber halt doppelt und dreifach, ne? Also. Der hat der Future Style? Ist der in deiner Rotor? Ja. Gestern könnten wir den irgendwie Riven ein noch, ja so. Dann Last Second irgendwie nochmal was tauschen. Irgendwie. Dann wären wir nicht gewinnen. Ah,
Ah, der spielt Ezreal mit zwei. Ne, es sind zwei Ezreal-Spieler, witzigerweise. Das dann, das ist gut auf jeden Fall. Der ja, letzte hat sogar. Ah, ne. Aber der hat auch. Ah, weiß ich nicht, der hat Gold Gaunt auf Ezreal gebaut, sehr komisch. Ja. Aber Ezreal mit 4 Recon ist mit Underground auch nicht haltbar, ne? Also, wenn der Underground bis Stage 5 spielen will, dann muss er. Ja, ich denke, wir machen 30 einfach, ne? Haben wir alles upgraded, ne? Ja, ich bin mir da tatsächlich immer so ein bisschen unsicher, aber du bist auch einfach nur Riven Jax, ne? Und der Rest fliegt. Also, ja, Riven Jax, der Rest ist. Wir rollen eh auf 7, also unwahrscheinlich, beziehungsweise Lee Sin ist noch sehr gut, würde ich sagen, aber. Also vor Level 7 würde ich Eco Prime oder halt Jax. Also Jax Riven kann man halt halten, aber sonst alles andere ist ein bisschen Money ja. Waste. So, AP. Ja, Item wäre wahrscheinlich Rage Spirit, sonst Sunfire. Ja. Es gab längere Zeit so eine Zeit, wo alle auf Siege auf einmal Morellos gebaut haben, bei Better. Ja, ist auch fein, aber Sunfire ist halt besser, einfach im Early Game, vor allem mit den Brawlern. Ja, ja, also ich glaube, das ist einfach so ein Ding. Ja. Early Sunfire immer, bis so 3-6 oder so, würde ich sagen. Und dann kann man, wenn man Morellos irgendwie zusammen hat, und vor allem AP braucht es ja auch für Ionic und Jax öfter eigentlich, das ist auch so ein Ding. So Bell ja. Chain ist eigentlich immer offen. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Deswegen ja. Sunfire meistens, aber Morello ist auch völlig in Ordnung, wenn man es halt jetzt wieder an Sephir denkt. Ansonsten chillen erstmal bis 4-1 auf jeden Fall und dann Soraka nächste Zeit. Was ist das hier für ein. Wird er baited bei Venomage oder was passiert hier? Er spielt wahrscheinlich gleich Vigo oder? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er auch nicht so genau, was er da tut. Das ist wahrscheinlich möglich. Habe ich mich jetzt selbst outplayed? Nee, ach Gott, fucking besser. Gibt's eine Welt, wo du Celestial Blessing hittest und dann. Oder Third of the Hand und dann Rapid Fire Cannon und Qs erst baust? Ne, eigentlich würde ich nur eins von beiden machen. Dann würde ich eher Damage bauen, wenn du schon Healing hast. Aber. Wenn Gunwerk kann man trotzdem bauen eigentlich. Healt halt auch. Dein Team. Das ja. Auch, vor allem mit den Brawlern immer ganz nice, die Frontline am Leben zu halten. Und der Jax steht halt dahinter und kann free scalen, vor allem mit dem Rage Blade. Dann, ja. Wenn man tut. Ja, ich muss sagen, ich habe den 3-2. Rodon spiele ich. Also, ich spiele generell wenig Loose. Also, wir haben jetzt auch keinen Loose gespielt, ne? Aber im Geiste. Ja. Wie stehen wir hierzu? Weil breiter stehen wäre gegen Ezreal schon sinnvoll, ne? Also. Ja, so ein bisschen, aber. Der macht eh keinen Damage. Ich glaube, wenn du den Reaktor nach vorne stellst, dann ist egal. Aber generell schon so im Late Game, vor allem so, wenn er 3 ist und einen Giant Slayer hat, dann ist. Das habe ich auch gerade bei dir gesehen, das fand ich gut, wie du aufgestellt hast. Mit Kaiser. Kaiser ist cool, ne? Das war echt also, wie du die Frontline gesplittet hast, das war gut. Dankeschön. Endlich bemerkt mal jemand. Mein Chat kritisiert mich noch. Ja. Ich hab ja ganz gut. Ja, also dadurch, ich spiele relativ wenig Blue Streak, aber ich glaube, ich habe in 3-2. Boah, diese Season, glaube ich, fast noch nie so tief gerollt. Also, es hat sich gerade sehr wild für mich angefühlt. Aber ich verstehe natürlich den Sinn dahinter. Gerade wenn die Kompass hergibt wie Jax, ne? Ja, also, eigentlich ist 3-2 rollen, wenn man Blue Streak, eigentlich immer das Ding gerade. Auch wenn du Yumi kann man theoretisch auch spielen oder Ezreal, dann will man eigentlich immer 3-2 stabilisieren. Mit Kaiser eigentlich auch. Ja. Also du musst halt in 2-1 deinen Spot erkennen, also vor allem mit so einem Opener, mit so einem Gold-Opener, kein Item slammable, ist eigentlich immer Loose Streak. Ja. Und dann kannst du halt schon den Gameplan machen, was gehst du für Items und dann was willst du in 3-2 rollen, dann ist es eigentlich relativ entspannt. Ja. Hey, guck mal, klingt halt, ist auch gar nicht so kompliziert eigentlich so. Nee, gar nicht. Halt, ich hab, nur dieses Erkennen des Spots ist vielleicht. Ja, ja, ich habe auch mit 3-2 Rodon, habe ich das erstmal Master gehittet oder so. Das war ja. Und dann so. Wego 7? Ja. Hm, weiß nicht. Will man hier rollen? Steht Raven. Wir können einfach chillen. Wir haben keine Pairs, Soraka. Also wir würden halt hier einfach ein bisschen abwarten und dann entweder 3-Star auf 7 oder 8 gehen. Aber ich glaube, auf 7 kann man schon machen. Warum hat der Jax auf der Bank? Interessant. Ja, das ist. Ach, der spielt Mac, ne? Ja, gut, die Jax-Items sind ein bisschen. Gackt. Ja, da müssen wir ein bisschen warten, ja. Wahrscheinlich Warmog und Ionic, aber das wird schon also schwierig, weil wir auch noch ein Rageblade brauchen, also mal gucken. Ja. Die Reduction-Idee, von der müssen wir uns vielleicht verabschieden.
Ja, jetzt wäre es halt gut zu wissen, was Admin ist, weil wenn Admin broken ist, dann rollt man dafür vielleicht. Also wahrscheinlich. Ja, nee, ist good point, ja. Aber. Ja, ist, also ist fein, das Spot 7 sehen wir. Ja, also wie fucking useless ist bitte MF ohne Items? Die hat, ja. die hat 5 Ults auf meinen Ranking gedonnert und der sieht besser aus als vorher. Das ist ja. Holy shit. So. Ganz schön sauer. Besten Brawler Augment. Oh mein Gott. Ja, fantastisch. Dann wissen wir jetzt auch, dass wir Level 8 gehen wollen für 8 Brawler. Du meinst jetzt? Nee. Maybe. Also wir haben dann gar kein Gold mehr. Ja. Ich glaube, wir warten einfach 2 Runden. Wir können die Sejo über den Draven spielen. Also die sollte besser sein. Wobei, oder aber irgendwas anderes. Warte mal, lass mal das hier spielen. Ja, das können wir machen. Brawler, Senna noch von mir aus, ja. Jo, let's go. Ja, dann 4, 5, 8 und dann können wir wieder hoffentlich einfach entspannen und dann 3-Star slow rollen. Ja, ich ein bisschen Schiss vor dem. Aber du gar nicht, ne? Boah, der ist schon nicht so schwach, aber. Ist das so? Wahrscheinlich sieht du nach links gegen den. Ja. Ja, die sind schon, der ist Level 8 halt gegangen. Der ist schon ziemlich stark, also es ist halt nicht das Ende der Welt hier zu verlieren. Ja. Wir wollen also unser Gold behalten. Ist schon mega lucky, dass wir Renekton Items geben, Brawler Quest hitten, aber auch noch einen Remover haben, ne? Das macht mich schon sehr glücklich. Ja, der Remover, der ist nice, ja. Das stimmt. Und der Renekton carryt das einfach anscheinend. Ganz entspannt. Das ist echt so eine stupid Unit irgendwie. Generell, wenn man zurückblickt. Wie crazy Lasercorp OP war auf PBE und so, ne? Also ich wurde jetzt 10-mal genervt und ist ja immer noch anwesend, ne? Crazy. Ja, aber Seefin der Rote Hook oder so, könnte man nochmal gucken. Ansonsten nicht so viel was zu tun. Was du denn? Ganz wild, so Sonias. Was ist nur der? Ich glaube, die sind alle schwächer als du. Aber das sind alles S-Spieler. Ich calle jetzt einfach mal den Spray. Ja, kannst du machen, ja. Aber das ist ja, die sind ja. Oh, aber ich glaube, da war sogar der eine C4-Spieler und ich hab. Das ist noch ein Mob, das ist ein Lee, Leute. Oh, boah, jetzt. Ich hab mich nicht weg. Oh, der Ranek dann ziemlich gut gegen den AP-Dude. Ja, ich muss sagen, dass wir einfach Dragonclaw gebaut haben und dann in der Lobby sind, wo 7 Leute sagen, Ezreal ist S-Tier. Das ist schon sehr angenehm. Ja. Ezreal smurft. Ja. Kann man nichts machen. Oh, das passt. Das ist nicht so schlimm. Recons. Moin. Oh, der hatte echt viel Overtime-AP. Ja. Ja, das ist immer noch ein Item-Problem jetzt, aber vielleicht kriegen wir ja sogar was Gutes. Sehr schön. Ich meine, honestly können wir ja trotzdem BT bauen, ne? Ja, ja. Das wird drauf hinauslaufen. Wir müssen ja noch 16 mal AP. Wird es ein BT wahrscheinlich werden. Ja. Es ging die Ezreal-Spieler auch nicht mal so schlecht, tatsächlich. Einfach das über den Burst überleben. Ja. Würdest du jetzt slammen oder hast du noch Hoffnung? Ja, BT, weil wir haben so viele Komponenten offen, da wird nichts mehr, glaube ich. Und es ist auch fein. BT ist nicht schlecht oder so. Ja. Jetzt können wir 8 Brawler, glaube ich, stellen. Kostet nicht so viel. Also nicht. Wenn wir jetzt rollen, würde ich, glaube ich, trotzdem nicht. Nee? Also so ein Admin wäre halt gut, aber. Wird halt ein bisschen Econ noch wahrscheinlich. Jax 3 ist noch weit weg und das ist gerade so unsere Hauptaugenmerk, stärker zu werden, der Jax 3. Ja. Ich meine, wir haben auch 3. keine Soraka-Items, ne? Würden also 1 haben wir erst, ne? Ja. Ja, deswegen, also Admin, wenn das Admin halt sehr, sehr gut ist, dann wird sich's auf jeden Fall lohnen, aber sonst nicht so wirklich. Ja. Also, es gab ja, als Jax das jetzt mal stark war, gab es ja irgendwann so dieses Ding, ey, du spielst einfach nur Jax 2 zum Stabilizen und gewinnst dann eher über Soraka 2 mit Blue Buff. Ja, starkes ja. Midgame, Level 9, Urgot und so. Aber kann man auch noch machen, aber man kann auch den Reroll, wenn man keine Soraka-Items jetzt, deswegen ist es auf jeden Fall 6-3. Ja. Und wir haben sehr gute Tank-Items, das ist auch mal so ein Faktor.
Mit den Items wird die Riven 3 auf jeden Fall auf die Fights gegen Yasuo Spiel alleine gewinnen wahrscheinlich. Ja, und wir haben halt eine Insane Economy, wir können 8 gehen und Jax rerollen. Ja. Ist das hier ziemlich stabil. Brawler, Sack. Brawler, Bell, Best wahrscheinlich dann. Weiß nicht, ich glaube, die dann macht nichts. Warte mal. Ja. 960. Hä? Macht ja wirklich das sollte fein sein. Zwei Leute wie Diego. Der hat wieder Future Sight. Na, die sehen aber alle nicht so stark aus, also irgendwie. Die contesten sich halt alle gegenseitig, das ist ganz hilfreich. Ja, also wir haben irgendwie 3 Estri-Spieler und 3 Vigo-Spieler, ne? Das ist schon ganz. Fun. Jede Runde umzustellen und dann nie gegen den zu spielen, der Future Sight hat, fühlt sich echt lame an. Ja, das wäre ein gutes Gefühl, den mal zu outplayen. Aber ja, das ist echt so. Oh. Früher oder später kommt es noch, aber dann. Aber dann habe ich natürlich gerade nicht aufgepasst. Ja, genau. Sind wir mal ehrlich, das ist ja. Das ist der Klassiker. Und dann aber auch direkt so ein schönes minus 18 oder so. Mm. Ja. Da man sich Gott sei Dank ja gar nicht drüber. Aber ich glaube nicht, ich glaube minus 18 geht mit dem Board nicht. Nicht gewonnen. Ach, Brawler ist schon Second Wind. Passiert aber mit so Kaiser-Kombs, kannst du das echt manchmal haben. Drei Items Kaiser hast, die wird dir rausgehoben, so, yo. Ja, das kann passieren, ja. Text-Video. Das ist so ziemlich gut. Jo. Das ist auch besser als die Bell-Westen. Oh. Ja, ja, wir finden gleich eine Soraka. Ja, ja, ich habe die Soraka schon eingeplant. Ja, perfekt. Das können wir eigentlich auch verkaufen. Ja. Oder halt kurz warten. Nein. Macht keinen Unterschied. Ja, hoffen wir für einen Rod. Ansonsten. Ach, das ist die wieder. Da haben wir doch auch mit gerechnet. Selbstverständlich. Ah, Redemption und jetzt ein Rod noch aus dem Dings. Oder auch nicht. Aber wir könnten Double RFC sehe ich, ja. Ja? Ja, ich meine, sonst Static Shift auf Backline Unit wäre auch gut. Hm, vielleicht ist Static Shift auf Backline Unit, wenn wir einen Remover. Ah, wir brauchen den Remover ja noch, ne? Naja, ich kann den Relicten ersetzen. Komm. Ja. Ich spiele das hier. Wir spielen erstmal den Static Jax und gucken dann. Ja, die LeBlanc über die Belvers noch. Denk mal, ein drittes Jax-Item finden wir später noch. Ein AMR-Pen ist sogar ganz, ganz gut. Also sehr, sehr gut in der Comp auf jeden Fall. Ja. Ja, das passt. Ach, das war ja jetzt übrigens der Future Sight. Und weil ich die LeBlanc Last Second reingestellt hat, hat ihn verwirrt. Ja, ich würde sagen, das war ein Outplay auf irgendeiner Ebene. S-Tier-Play. Können wir mal über Echo reden? Ist der denn auch so absolut bruchbroken? Ja, ist eine gute Unit auf jeden Fall. Broken. Ich finde es so lächerlich, weil den sein AP-Scanner ist so krass, weil das Schild ja so hohen Grundwert hat. Mhm, also ein Spellslinger Echo oder Hard. Oder mit Hard Sex. Der ist sehr stark. Ja. Ist ja eigentlich disgusting. Der tankt einfach die Stage 5 halt hier. One cost, by the way. Mhm. 4100, by the way. Mhm. Wir reden aber echt sehr gut gerade. Sehr viele Jacks. Das können wir auch jetzt ein bisschen weiter rollen, ne? Vielleicht finden wir auch noch Soraka. Oder Upgrades haben wir auch noch ein paar offen. Ja, wir bleiben bei 50, aber ja, sonst. Aber ist das Morde über LeBlanc? Nee, also Scaling Attack Speed ist sehr, sehr gut für Jax. Oh, das sieht ja sehr, sehr cool aus, das Game. Ist das schon. Also ist das der Coach-Bonus? Also ein zweiter ist es schon mal auf jeden Fall, glaube ich. Ich weiß nicht, ob einer dich irgendwie outcappen kann, aber ich glaube nicht. Der ist Level 8 Duck, also. Eigentlich gewinnst du einfach, wenn du Riven 3, Jax 3 hättest. Und alles ja, Riven 3 ist halt noch sehr weit weg, ne? Ja, das stimmt, Tim. Jax 3 könnte auch reichen, aber. Das ist nicht sicher, also wenn die glaube ich stark ist zumindest. Aber ist es jetzt nicht vielleicht Jax 3 und dann 9 und Urgot? Ja, das kann man auch machen, ja. Wir haben eh keine Rivens, ja. Wenn wir den Jax 3 jetzt schnell hitten und keine Rivens mehr sehen, dann ist es auf jeden Fall auch, ne? Alter, sag mal, Renekton, ne? Was ist denn mit ihm? Der gewinnt auch einfach wieder, ne? Dir ist aber alles egal. Der hat einfach Jax auch Damage. What? Kann man mal machen. Der wahre Carry, der kommt. Renekton. Hm.
Stachel, das brauchen wir nicht eigentlich, aber... Tja. Wird schon noch gleich kommen. Ja. Leona 2 sieht auch scary aus. Also, jetzt mal ernsthaft, ne? Für 15 AP stehen den seine Miss Fortune in meinem Jax. Das ist... Ja. Der verliert. Ich glaube, der kann eh nicht gewinnen, aber das ist schon... Kann man schon hinterfragen, auf jeden Fall. Kinda crazy, ja. Oh oh. Aber der Reinhektor lebt noch, also ich würde mir da keine Gedanken machen. Ich würde mir da keine Gedanken machen. Ist ja so stumm. Alle denken, ich spiele, der Jax kommt, ne? Dass nur Reinhektor kommt. Not at all, What am I witnessing? I mean... Das ist schon witzig. Habe ich ein bisschen underrated, den Kamerad. Ja, was haben wir noch offen? Eigentlich ein Soraka-Item wahrscheinlich am ehesten, ne? Ein Giant Slayer oder so. Ja. Ein Giant Slayer, kann man immer machen. Ja. Ich habe überlegt, ob es einfach Seju 2 ist, oder? Nee, die finden wir eh mit unserem Gold. So ein Guardbreak hätte ich auch sehen können. Ja. Aber Giant Slayer Late Game ist eigentlich immer worth. Ja. Noch Guardbreaker sorgt so lala. Ja. Entschuldigung 2. Wollen wir runter? Man kann tiefer rollen. Ja, kann man machen. Einfach nur auf jeden Fall nicht, aber also Raka, aber ja. Ups, da war eine Soraka. Ja, nice. Okay, jetzt können wir leveln, I suppose. Ja. Aber wir hätten auch Giant Slayer Jax. Mir fällt gerade ein, wir hätten ja auch Giant Slayer Jax machen sollen, ne? Aber gerne, die Leblanc können wir ja gleich austauschen, dann das Schiff, das Static Schiff auf die Welt. Ja, aber ich glaube hier an einen Rage Blade, also für das 6-1. Ja, das ist okay, ja. Kann man machen. Giant, ja, das ist fein. Oh, unser Carry ist gefallen. Lang lebe der neue Carry. Jetzt macht Jax 6-3, macht doch was anscheinend. Ja. Ja, outdamaged unseren König Rennick. Was sagst du? Items of Riven? Ja, normal schon, ja. Auch wenn der Rennick dann so einen guten Job gemacht hat, aber. Ja, ich meine, wir können auch direkt auf Seju 2 wechseln. Just saying. Hm? Ja, können wir mal warten, das ist fein. Ich glaube, Riven Teil wird's ja nicht. Ja, im Zweifel dann Giant Slayer Jax, sonst vielleicht finden wir noch was anderes. Dann haben wir noch eine starke Soraka in der Theorie mit Static Shift von Giant Slayer. Ja. Da bist du rein, so, ne? Ja, nur nicht den Tank für die Leona, dann ist alles fein. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir den Reaktor erst entlasten, wenn der mal seinen Job nicht mehr macht, oder? Ja, also ich weiß auch nicht. Das ist ja schon einer der lächerlichsten Kündigungen, die ich jemals erlebt habe. Ja. Ach komm, den behalten wir. Der gewinnt das Spiel einfach, der Reaktor. Ich denke, wir müssen eher für Reaktor 2 hergehen. Das ist der... Der Play, scheinbar. Ja, warten wir. Vielleicht kriegen wir was. Große Hoffnung. So. Also, wir haben Laserkopf 6 mit Belveth. Ja, der wird auch leveln bald. Und dann haben wir den, der Battle Mage hoffentlich irgendwann mal versteht, was egal ist. Und dann haben wir Recon 4 Ezreal. Aber der hat dir eine Attack-Speed gegeben statt extra AP. Wild. Ja, ich denke mal, das ist ein erster wahrscheinlich, aber. Wollen den Tag noch nicht vom Abend sehen. So ein Jinx-Mensch, also, okay. Ja, I see. Ja, so bin ich dran. Zubuff. Ja, Zubuff, Soraka und dann dein Slayer Jack. Geht's jetzt schon? Ja, ja. Wollen wir hier direkt 9 gehen? Nö, 6-5 oder so. Wird schön. Echt? Wobei,
Aber ja, hier kann man. Du bist eh, also du hast eh Infinite HP und willst es hier maximale Stärke am Ende rausholen. So. Man levelt early halt fürs 3 KP saven und so, aber Gold Greed ist halt schon gut, um das stärkste Board am Ende rauszuholen. Aber hättest du jetzt bis auf 50 Gold runtergerollt? Nö, also wir wollen ja einfach auf 9 Legendary adden, ne? Oder willst du jetzt doch noch Level 3 machen, eigentlich? Nee, ich hätte nur gedacht wegen Soraka oder so, aber ehrlicherweise bin ich, glaube ich, auch einfach nur nervös und will irgendwas tun. Ich glaube, es ist ganz nee. Wir können einfach baden, die Soraka finden wir auf 9 auch noch, also wir sind ja auch einfach stark genug, um hier gute Losses zu nehmen oder einfach zu gewinnen sogar. Ja, schon frech. Deswegen, also, so am Ende ganz dann ehrlich, Renekton, ne? Also das ist doch nicht legal, oder? Ja, das ist schon echt illegal. Ich meine, ich spiele alle AP, to be fair, und das ist dann, das ist da scheint Renekton und dann mit, vor allem mit den Items. Ja, und 8 Brawler. Aber ja, ist schon höchst illegal. Ja, 2 Runden können wir noch warten. Und dann von mir aus Urgot 2, Soraka 2, irgendwie sowas. Ja. Weil gegen den ist es wahrscheinlich Fiddle, ne? Ja. Nicht sicher. Könnte auch Fiddle sein. Ich glaube, generell in der Kombi ist Urgot ein bisschen besser, weil du so viel Frontline hast. Mhm. Fiddle backt so ein bisschen da vorne rum und wird nicht früh genug gefokust. Ja. Und Urgot macht dann die ganze Zeit quasi Arbeit. Ja. Sehe ich. Ja, und sonst, wenn Scaling Jenna ist, kann man auch Jenna spielen. So? Ja, die ist nicht. Also nur also Scaling Jenna ist immer auch sehr gut mit Brawlern. Ja. Der sieht ein bisschen stark aus. Ja, aber irgendwie lief die Ausstellung auch nicht so, wie ich wollte. Also ich dachte, wenn ich auf der S3-Seite bin, ist es besser. Ne, einfach also weg von Ezreal, glaube ich. Ja, ich denke auch. Und ich dachte auch, dass dann keiner den Fiddle blockt, oder? Ich glaube, das könnten. Jetzt können wir von mir aus Jeju einfach itemisen. Also ich glaube, das können wir sogar jetzt schon gewinnen, aber das Level 9 dann auf jeden Fall, denke ich mal. Vor allem Soraka 2 macht ja auch nochmal was Gutes. Ja. Ja, jetzt. Direkt wie stehst du so zu sowas wie. Bei der letzten Runde, da habe ich in 4-1, bin ich 7 gegangen. Weil ich ja das Gold hatte. Und in 4-2 habe ich dieses Augment bekommen, wo ich mehr XP kriege für mein Gold. Und ich dachte mir, bin ich eigentlich übel dumm? Sollte ich nicht einfach immer erst nach dem Augment leveln, weil ich dieses Augment kriegen könnte? Oder ist es einfach nur ein Augment und deswegen ist es whatever? Ja, kommt drauf an. Also wenn du am Streaken bist, levelt man auf jeden Fall. Wenn du eh nur streakst und noch HP nicht mehr akut ist, dann kann man noch warten. Ja. Aber das ist auch so ein Ding. Du weißt halt, theoretisch kann man halt wissen, ob Prismatic überhaupt kommen kann. Ja, ja, das ist ja. Und das muss dann auch noch reinfaktoren. Ja. Aber wenn man loose streakt und noch so 60, 70 HP hat oder so, dann kann man auch warten, durchaus, ja. Wenn Level Up so eine Option ist, die dann gut für deine Comp auch ist. Ja. Aber ich meine, gerade hast du ja eh Recons gespielt, ne? Ja, ja, gerade was. Das Level Up eh scheiße, also. Du willst eh ja rerollen. Ja. Haben wir noch nicht. Utility Item Sieg sonst, ja. Denke ich auch. Was hat er? Ah, der hätte Mordor schon noch 2. Ich dachte, den Ei vielleicht noch. Der sieht aber schon nicht er so schwach aus. Der ist schon knackig aus dem Moment. Der hat ganz schön Legendaries gehittet dafür, dass er. Ja, das können wir auch ruhig leveln, denke ich mal. Und Soraka rollen und Urgot oder so. Ja. Ja. Oder Ramin Riven 3, wenn die Verfolgung kommt. Oh, okay. Die Soraka ist ein bisschen enttäuscht, glaube ich, dass wir sie liegen lassen haben. Kommt nicht. Na gut. Ja, die Lebanon wir auch nehmen können, aber. Sag mal. What am I witnessing? Ja, kann auch die Löwen sonst verkaufen. Oder wir warten nochmal. Auch dann. Ja. Wird schon nichts mehr wahrscheinlich, die Löwen, also. 10 ja, Gold nee, nochmal. Die wird's nicht. Ich glaube, das habe ich auch so. Ja, Morde 2, ich weiß nicht, meines Laserkorps wäre jetzt auf jeden Fall nicht die Legendary gewesen, die ich mir ausgesucht hätte. Aber ist fein, macht halt ein bisschen was, ne? Und Laserkorps auch so ein bisschen. Ja. Besser als nix. Ah, dann nehmen wir die einfach, würde ich sagen. Und warten noch kurz. Ja, oder wir wollen noch ein bisschen. Sorry, ich bin sehr. Sehr into winning hier. Jetzt wäre halt Soraka 1 wahrscheinlich nicht mal unbedingt besser als die LeBlanc, deswegen können wir auch kurz einfach warten ein bisschen. Ja. Nochmal Ikon, vielleicht finden wir nochmal ein Ogre 2 oder unten, also Soraka 2 ist dann so die Sachen, da brauchen wir halt schon noch ein bisschen Gold für.
Ja. Sehe ich. Ja. Ja, man hätte auch Brawler Morde machen können, ja. Naja. Mhm. Können wir immer noch alles machen, wir haben ja noch Zeit. Aber ich glaube, wir gewinnen das jetzt einfach im Idealfall. Ich denke auch, ja. Die Fiddle-Ult nur auf Renekton war auf jeden Fall auch witzig gerade. Oder Blitzkrieg, ich weiß gar nicht, wer es war. GG. Ja. Ja, ich würde sagen, dass Jax ist hiermit, kriegt einen Stempel drauf. Coach approved. Ja, das ist approved. Das war sehr, sehr free. Also war natürlich jetzt auch mit Brawler Crest. Ich weiß gar nicht, also es gibt so ein paar Comps. Ich hatte zum Beispiel letztens ein 10. Yuumi-Opening, ne? Dann spiele ich halt Yuumi so, ne? Das sind ja so Comps, die spielt man nicht so oft, aber die sind jetzt auch nicht so mega komplex. Ja. Kann man durchaus machen. Hier, was hätte ich genommen, wenn du nicht dabei gewesen wärst? Also ich glaube, ich hätte nicht Vi genommen. Ich glaube, ich hätte nicht das Jax Opening gespielt. Aber ich habe auch nicht das Jax Opening so klar als 3-2 Runterroll kommt gesehen. Warum auch immer. Also es ist immer 3-2 Rollen. Ja, es macht ja auch nichts. Du willst immer Brawler stellen, du willst halt immer dann, weil 6 Brawler ist halt auch sehr stark mit dem Jax 1 auch an sich schon in Stage 3, da willst du halt mal die Streak halt auch aufbauen, hat ja auch ganz gut geklappt. Ja. Hast du noch was? Wir hatten jetzt halt ideale Opens, aber also relativ ideal, aber das ist halt, wenn man Boxing Lessons opent, relativ wahrscheinlich, dass man irgendwie sowas in die Richtung kriegt tatsächlich, wenn man nur Brawler auf dem Board hat. Ja. Ja, wunderbar. Leute, das war das erste Coaching. Ich hoffe, euch hat es gefallen auf YouTube. Wenn dem so ist, findet ihr in der Beschreibung den Link zu Marks Twitch-Channel. Der streamt auch gelegentlich. Wann streamst du so meistens? Meistens ab 18 Uhr. Also 4-5 Mal die Woche. Also ein bisschen spontan, aber eigentlich relativ konstant 18 Uhr. Ja, ein bisschen spontan, relativ konstant. Ne? So wie Studentennummer sind, Leute. Ne? Genau. Lasst ein Follow da. Peace.